hallo zu einer neuen Folge von Kinklings Studentenfutter. Wir machen heute wieder einen kleinen Ausflug nach Mexiko. Und zwar machen wir frische Salsa mit Quesadillas. Quesadillas sind Weizentortillas gefüllt mit Käse, Gemüse, also hauptsächlich natürlich Käse. Ich habe jetzt hier noch eine Paprika mit reingetan, wie ihr seht. Und man kann auch Hähnchen mit dazugeben, Rindfleisch, da nimmt man am besten Flanksteak, das kann man auch wunderschön marinieren. Aber das machen wir an einer anderen Stelle oder in einem anderen Video. Wenn ihr wissen wollt, wie dieses geschmackige, heiße, gut aussehende Quesadilla funktioniert, dann würde ich sagen, Video ab. Und ich habe jetzt Hunger. So, und was brauchen wir alles für unsere Quesadillas mit Salsa? Erst einmal für die Salsa brauchen wir frische Tomaten, eine Zwiebel und frischen Koriander, Salz, Pfeffer, also jedes Mal stelle ich es mal woanders hin, und einen kleinen Schuss Öl. Für die Quesadillas habe ich hier Weizentortillas. Da habe ich mir jetzt ein bisschen geriebenen Käse geholt und normal jetzt so eine Mischung würde Gouda und Emmentaler. Ich habe auch noch eine Paprika im Kühlschrank gehabt. Die habe ich mir angeröstet. Die werde ich auch noch in die Quesadilla geben, also rein vegetarisch. Man kann sie selbstverständlich auch mit Hühnchen machen. Ist eine sehr leckere Idee. Man kann sie auch mit Rindfleisch machen. Da würde ich am besten Flanksteak dafür hernehmen, also ein bisschen marinieren, aber das ist eine andere Geschichte, das können wir dann mal anders machen. Ich würde sagen, wir heizen jetzt ein kleines bisschen schon die Pfanne vor, damit wir nicht so lange warten müssen. Ich habe es jetzt auf 2. Ich mache aber zuerst die Salsa. So, und da habe ich jetzt hier meine frischen Tomaten. Ich mache einen Mixer. Die machen wir jetzt schon mal auf. Die kleinen, die schmeiße ich jetzt schon so rein. Weil da brauche ich den Strunk gar nicht rausschneiden, das wird sowieso nichts. So, einmal halbieren, rein, du auch. Es gibt nichts über frische Tomaten, die du selber pflücken darfst. Es ist schon ein himmelweiter Unterschied zwischen dem Zeug, was du im Laden kaufen darfst, und dem hier. Das ist echt gut. So, ja, haben wir dazu ein paar rein. Also ich würde mal sagen, wenn ihr jetzt hat, normale Tomaten, also mittelgroße Tomaten, würde ich jetzt mal 2 nehmen. Also das langt für 2 Leute. Das Gute an der Salsa ist, ihr könnt sie auch mit Tortilla Chips nehmen und einfach mal als Snack so nebenbei. Ausgezeichnete Idee. Bumm, rein mit dir. Das war's. Die Zwiebel, ich nehme jetzt einmal ein bisschen mehr, wie ein Viertel. Mehr brauchen wir da auch gar nicht. So, auch bei entscheiden. Rein mit dir, oder? Ja, Viertel der Zwiebel. Bei dem Koriander, ich habe den, ich tue den mit die Stängel rein. Also ich zupfe da gar nicht lang rum, den tue ich ja so ein bisschen grob schneiden. Ich habe hier so ca. 100 Gramm, nimm aber gerade mal 30 vielleicht her. Rein mit dir. Kommt drauf an, wie ihr Koriander mögt. Ich liebe ihn, aber es gibt ja Leute, die mögen überhaupt keinen Koriander oder nicht so. Deswegen haben wir den jetzt einfach mal. Ich tue jetzt ein bisschen mehr rein. Dann haben wir gleich mal Salz mit dazu. So. Die Zitrone hier. Ihr könnt selbstverständlich auch Limettensaft hernehmen, was auch noch besser ist. Aber ich habe die Zitrone jetzt noch hier. Da gebe ich jetzt einen Schuss mit rein. Und so, das langt so eine halbe Zitrone.
Einen kleinen Schuss Öl tue ich mal hier noch rein, nicht viel, also wirklich nur einen Schuss. Deckel drauf. Und jetzt wird es laut, weil... So, das war's dann auch schon. Das können wir hier rausgeben. Und gleich in die Schüssel rein. Wunderbar. Kein Zauberspiel. Ihr habt hier die frische Salsa. Oh, Wahnsinn. Fertig. Für die Quesadillas. Ich gebe jetzt hier ein klein bisschen Öl mit rein. Ölflasche, kleines Loch, habt ihr immer eine wunderschöne Dosierung vom Öl, es kommt nie zu viel rein und es ist keine Sauerei, also läuft nichts außen rum, fertig, einfach nur top. Ich nehme jetzt, wie gesagt, stecken wir jetzt mal hier rein, die Messer, zwei Tortillas, hau hier ordentlich Käse drauf, also richtig schön ordentlich Käse. Das wird jetzt einmal nur eine Käsetortilla, also Cheese Tortilla. Klapp die ein und gib sie gleich mal hier rein. In die zweite mache ich meine Paprika. Mach hier ordentlich Käse drauf. So. Dann nehmen wir hier die Paprika mit rein. Das ist dann meine vegetarische. Nehmen wir hier drauf. So. Auch wieder einklappen, bisschen pressen und rein mit dir. So, das Ganze jetzt auf niedriger Temperatur in der Pfanne ein bisschen braten und wir sehen uns in 2 Minuten. So, und wie ihr sehen könnt, ist es schon knusperbraun. Ich drehe die Tortilla jetzt um. Das waren gerade mal 2 Minuten. Ich drehe auch jetzt die Hitze ein bisschen runter, also bei mir auf jeden Fall. Und lass die dann auch jetzt nochmal so 1 bis 2, ja gut, 2 Minuten lassen wir es jetzt mal auf niedriger Temperatur brutzeln, bis der Käse schmilzt. Und dann haben wir es auch schon geschafft. So, und wie ihr sehen könnt, gerade mal 1,5 bis 2 Minuten. Ich kurz schau, gut, ja. So, die sind fertig. Und irgendwie haben wir das Ganze in circa 5 Minuten, 5 bis 7 Minuten haben wir das wieder gezaubert. Ja, das war's dann auch schon wieder mit unserer Show. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen fetten Daumen nach oben gebt. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, natürlich über ein geschmackiges Abo. Irgendwelche Kommentare, schreibt's mir bitte rein, was wir als nächstes machen sollen. Ansonsten sage ich hier mal an dieser Stelle einen guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Kuss geht raus. Und ihr wisst ja, Kochen ist keine Zauberei. Bis zum nächsten Mal.